Name ist Philipp Rosenthal. Ich bin Nora Schulte. Und mein Name ist Philipp Lemke. Genau, und wir studieren alle drei an der Theaterakademie August Eberding in München. Wir sind Schauspielstudenten. Nora und ich sind im vierten Jahr und Philipp ist im dritten Jahr. Genau. Und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir da. Also, es gab die Möglichkeit bei uns an der Akademie ein jahrgangsübergreifendes Projekt zu machen. Und wir wollten das alle drei wahrnehmen und waren, glaube ich, auch interessiert jeweils am anderen, wie der schauspielerisch ist. So. Und genau, dann haben wir das gemacht, haben das in der Akademie einmal gezeigt. Und dann hat Jochen Schölch das gesehen, der ja Studiengangsleiter ist auch an der Akademie, und hat uns angeboten, das Ganze hier im Metropol zu spielen. Und das haben wir natürlich sehr dankbar angenommen. Innen draußen vor der Tür geht's um Beckmann, der aus dem Krieg nach Hause kommt und sich allerdings in Deutschland nicht mehr zurechtfindet. Also er hat das Gefühl von Heimatlosigkeit und das Gefühl von nicht mehr willkommen sein und fremd sein im eigenen Land. Und ihm begegnen viele, viele Personen einfach in diesem Stück und auch die verstärken eigentlich dieses Gefühl von Heimatlosigkeit, Empathielosigkeit. Genau, ja, es geht um Verantwortung. Es geht um Empathie, Empathielosigkeit. Und es geht auch darum, was man verstehen will und was man tatsächlich versteht. Was man vielleicht nicht versteht, weil man eigentlich was anderes verstehen will, als was jemand gerade gesagt hat. So. Es geht um Zuhause, vielleicht auch, würde ich sagen. Ja. Ja, unser Draußen vor der Tür ist insofern ein bisschen minimalistisch gehalten, als dass wir auch als Bühnenbild nur ein Fass haben und versuchen zu dritt alle Figuren, die in diesem Stück auftauchen, und es sind eigentlich einige, nur über einen Parker und über kleinere Utensilien, also minimal eigentlich, versuchen anzureißen und so auch zu erzählen und uns mit voller Freude eigentlich in dieses Stück hineinwerfen und diesen Konflikt, den Beckmann einfach erlebt, genau, voll herauszustellen. Die ganzen Themen, die praktisch im Vordergrund stehen, sollen auch bei uns im Vordergrund stehen. Das Besondere bei uns, in unserer Fassung sozusagen, ist auch, dass wir uns auf die Figur von Beckmann konzentriert haben. Also wir haben auch unsere Textfassung dem angepasst. Auch welche verschiedenen Facetten dieser Beckmann hat, in sich trägt. Wir sind ja drei verschiedene Leute. Jeder ist Beckmann, jeder spielt diesen Beckmann auch, um eben das auch ein bisschen auszuloten. Nein. Also Angst hatten wir keine. Wir hatten und haben Respekt vor dem und Spiellust hauptsächlich. Und auch eine große Demut vor diesem Text. Also das haben wir auch gemerkt, dass da einfach auch immer noch so eine Zeitlosigkeit drin steckt. Also es gibt ganz, ganz viele Parallelen zu dem Befinden oder zu den Gefühlen einfach, die sich heutzutage irgendwie bei jungen Menschen auch einstellen. Und das ist auch ein Ansatz von uns gewesen, dass wir das versucht haben zu zeigen. Also wir drei werden irgendwann natürlich unseren Abschluss machen. Nora und ich werden diesen Herbst machen. Da haben wir das Intendantenversprechen, Absolventenversprechen. Genau. Und Philipp macht ihn dann nächstes Jahr. Und ja. Und wir wissen natürlich nicht so genau, was mit uns passiert, aber es könnte ja sein, dass man sich hier vielleicht nochmal wieder sieht. Sehr schön. Ja. Ja.